Wo sind wir? Das heißt, der Stream ist natürlich. Wo sind wir? Das heißt, der Stream ist natürlich. Wo sind wir? Das heißt, der Stream ist natürlich. Wo sind wir? Herzlich willkommen zum Live-Talk hier bei uns im Varieté-Theater Pegasus in Bensheim. Wir laden Sie ein, spüren Sie den Zauber des Showbiz auf den Brettern der Kleinkunstbühnen. Erleben Sie Live-Performance und Live-Talk. Wie immer im Varieté, ohne Netz und doppelten Boden. Keiner kennt die Fragen und deshalb freuen wir uns auf die Antworten. Erleben Sie Gäste aus den Bereichen Varieté, Comedy, Politik, Wirtschaft und Musik. Und ihr seht, das Varieté-Theater, gähnende Leere. Keine Gäste. Wir haben uns gedacht, dann kommen wir heute doch einfach mal live zu euch ins Wohnzimmer und zeigen euch, wer sich hier alles bewirbt, um in der Villa Varieté einzuziehen. Und da haben wir auch extra was für euch mitgebracht. Wunderbare Künstler. Bitte sehr. Freuen Sie sich heute Abend mit uns auf einen Mann, der tausend Facetten der Stimmungen und Stimmen und mit vielen Freunden teilweise haarig, der wunderbare Kai Scheffel. Er machte in den 90ern Furore mit seiner Geschichte. Die wahre Stimme hinter Milli Vanilli, Charles Shaw. Und aus dem Varieté haben wir Ihnen eine Disziplin mitgebracht, Contorsion, präsentiert von einer Ausnahmekünstlerin, die wunderbare, zauberhafte Manuela Mücke. So, und mir zur Rechten sitzt auch schon eine wunderbare Artistin, die zauberhafte Manuela Mücke. Manuela ist eine Kontorsionistin, hat man früher Schlangenmenschen genannt, wegen der Flexibilität. Und ich frage dich jetzt, Manu, wie hat denn alles angefangen bei dir? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich war als Kind sehr aktiv und sehr flexibel. Das haben natürlich meine Eltern gesehen und haben mich in den Zirkus gebracht. Da hat alles angefangen. Ich komme ursprünglich aus Albanien und da habe ich meine Ausbildung als Künstler gemacht. Und danach habe ich 7 Jahre im Stadtzirkus von Albanien in Tirana gearbeitet. Das ist ja schon mal toll. Und danach ging es für dich weiter? Hast du dann den Start gemacht in die weite Welt? Wie ging es denn da? Danach habe ich 2 Jahre in Italien gearbeitet und jetzt bin ich seit 6 Jahren in Deutschland. In dieser Zeit hatte ich die Möglichkeit, viel zu reisen. Ich war schon in Las Vegas, Korea, Thailand, Indien und fast überall auf Europe. Respekt, Manuela, da bist du ja schon ganz gut rumgekommen. Und jetzt noch, wie ist es denn für dich als Artistin? Was hast du für Möglichkeiten zu arbeiten? Ich arbeite in verschiedenen Varieté- und Galashows überall auf Deutschland und Welt. Aber ich arbeite auch zusätzlich in Kinderzirkus in Mannheim, Zirkus Paletti und in Kinderzirkus in Speyer, Zirkus Bellissima als Trainerin. Und das macht mir voll Spaß, Kinder und Jugendliche die Kunst weiterzugeben. Das ist ja wunderbar. Und jetzt die Frage an dich, Manuela. Was hast du denn heute uns mitgebracht, dass die Zuschauer sehen, was jetzt das Geschenk wäre, wie du in die Villa einziehen kannst? Ich habe heute
meine Nummer mit viel, Flexibilität gebracht und ich verrate nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt einfach viel Spaß. Na gut, und damit das jetzt alles schön vorbereitet werden kann, gebe ich jetzt mal runter zur Comedy Bar und guck mal, ob der wunderbare Kai Scheffel schon da ist. Kai, bist du schon da? Geht's jetzt los? Wer bist du denn? Der Barmann. Toni Tornado. Wo ist denn der Kai? Der steckt im Stau. Im Stau? An welcher Stelle? An erster Stelle. Ja, wenn er an erster Stelle ist, warum fährt der denn dann nicht schneller? Die hinter ihm sind genauso langsam. Oh mein Gott, so ein Quatsch. Okay, dann würde ich sagen, Regie, dann gehen wir doch mal direkt auf die Bühne. Manuela dürfte am Start sein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Manuela Mücke, Kontorsion. Bitte sehr.
die wunderbare Manuela Mücke. Und gleich noch eins dazu, wenn ihr Fragen habt, schickt ihr uns und holt noch eure Freunde und Nachbarn vor die Monitore. Zuschalten, klicken, live schauen. Und ich gucke jetzt einfach noch mal, ob der Kai jetzt da ist. Hallo Kai, bist du da? Er wäscht grad seine Hände. Mit Wasser? Ja, die Hände, ich weiß. Und Seife? Die Hände. Sein Auto. Oh mein Gott, na toll. Dann soll er bitte seine Hände jetzt waschen, presto, und dann machen, dass er hier ist. Wir brauchen ihn. Und weil jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit gebraucht wird, dann machen wir doch jetzt mal unseren Werbeblock, bitte. Für die freundliche Unterstützung unserer ersten Live-Show bedanken wir uns herzlich bei folgenden Partnern. GGEW, Volksbank Weinheim, Villauer Veranstaltungstechnik, Dr. Franz Köhler Chemie, Kühnert Immobilienkontor, Elektro Ross und der Online Software AG. So, und dann habe ich jetzt zu meiner Rechten wieder die wunderbare Manuela. Du bist ja gar nicht außer Atem. Mein Gott, bist du gut trainiert. Danke. Dann stelle ich dir doch gleich noch mal eine Frage. Wie siehst du denn deine Zukunft, Manuela, in 20 Jahren oder bald? Gute Frage. Ich mache eine Ausbildung dieses Jahr, tatsächlich hier bei Pegasus. Da freue ich mich sehr, als Veranstaltungskauffrau. Und ich denke, nach 20 Jahren sehe ich mich in dem Bereich. Ich finde es ganz klasse. Wir freuen uns natürlich auch, dass du kommst. Und es ist immer toll, wenn es Menschen gibt, die eben aus dem Genre Künstler dann auch ins Management wechseln, weil die wissen dann auch von beiden Seiten Bescheid. Jetzt noch eine Frage. Was ist denn für dich aktuell das größte Problem als Künstler? Ich denke, das ist jetzt wirklich eine schwierige Zeit für jeden Bereich. Wir kämpfen uns für eine große Krise und wir kämpfen alle für unsere Existenz. Es wäre auch sehr wichtig, dass wir uns einander unterstützen, dass die Kultur noch weitergeht und Kunst noch weiter sein kann nach der Krise. Also du meinst auch die staatlichen Hilfen, dass natürlich auch die Künstler dann auch staatliche Unterstützung bekommen, genau wie die Häuser. Und klar. Vielleicht noch die Frage an die Häuser. Du hattest mir gesagt, was ist denn für euch besonders wichtig? Wie haltet ihr euch in Form? Die Sportstudios sind ja auch zu. Es ist, wie gesagt, es ist wirklich schwierig. Wir versuchen uns zu Hause ein bisschen zu trainieren und noch unsere Nummer zu halten. Aber wir hoffen, dass Häuser wie Varieté Pegasus oder andere Varietés überall offen würden, dass sie auch die Möglichkeit weiter haben, uns zu performen oder zu trainieren und so weiter. Dann sagen wir jetzt mal hier, unterstützt eure Häuser, egal wie, egal wo in Deutschland. Und vielleicht kann das ein oder andere Haus wie wir auch für Künstler mal ein bisschen öffnen, dass sie da trainieren können. Aber ich gebe jetzt noch mal einen Versuch runter an die Comedy Bar. Kai, bist du da? Ja, jetzt bin ich da, alles gewaschen. Ja, das ist schön, ne? Es ist schön, dass du mich nicht gefragt hast, was ich in 20 Jahren mache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total fasziniert, dass wir live sind, dass so viele Menschen uns zuschauen. Das finde ich echt toll. Mal was ganz anderes, ne? Vielleicht mal ein Einstieg in die Fernsehdroge. Ja, logisch, ne? Hier noch Bescheid sagen, da Oma, Tante, alles einschalten. Einschalten. Super, ich habe aber auch einen Hammergast hier unten. Viele wissen ja gar nicht, dass Girl, You Know It's True nicht von den Originalsängern gesungen worden ist, sondern von Charles Shaw, The Real Milli Vanilli, der ist heute bei mir und auf gebührendem Abstand zu mir. Ich zeige euch mal, wo er ist. Grüß dich, Charles. Geht's dir gut? Wunderbar. So, hier, siehst du? Wunderbar. Perfekt. Unabhängig davon hast du ja auch vor gar nicht langer Zeit, ich glaube letztes Jahr war es, ganz hier in der Nähe ein Konzert gehabt mit Sidney Youngblood. Richtig. Ja. Wir haben gespielt letztes Jahr, die Classic Brothers haben eine Show gehabt in Losch, in Sopelot. Sopelot. Und da haben wir Classic Brothers gespielt, ja. Und die Sidney war ein Special Guest, ja. Also, dabei. Das war sehr intim, kann man sagen. Genau. Ja. Aber ich muss was korrigieren. Ja, bitte. Ich bin nicht die Real Milli Vanilli. Nein, deswegen habe ich ja gesagt. Ich bin die Original Voice from Girl You Know It's True. That's Milli right, Vanilli. Man. One love. One love. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Aber jetzt möchte ich gerne von dir wissen, in dieser Zeit, was ist dein Plan B? Was willst du so tun? Mein Plan B, ich habe schon lange angefangen. Yeah. Ich mache Entertainment, yeah, in Facebook, yeah, in Instagram. Und in YouTube. Yeah.
Das ist gut, weil ihr kriegt mich nicht los. Nein, nein. Das sagst du jedes Mal. Und das mag ich für die Fans. Ja, ganz perfekt. Ja, wie gehst du mit dem Corona-Biest um? Also ich möchte nach 2 Wochen Hände waschen jetzt endlich mal wieder duschen. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es ganz leicht, Kai. Ich stehe morgens auf, ich wasche meine Hände, schmeiße mich unter die Dusche und gehe wieder ins Bett. Das ist gut, das gefällt mir. Das ist sehr schön, will ich vielleicht auch machen. Du bewirbst dich hier in der Villa Varieté natürlich auch um einen Platz. Da hast du einen Song mitgebracht, richtig? Was könnte es für ein anderer Song sein als Girl, You Know It's True, right? Richtig. Aber bevor ich kriege gerade hier eine Meldung auf meinem Ohr. Aha. Unsere Candice Bunzlerin ist uns zugeschaltet. Zu der möchte ich gerne mal rüber. Die möchte sich nämlich auch bewerben hier, um in der Villa Varieté einzuziehen. Frau Mutti Merkel mal, bitte auf Sendung. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zum ersten Mal in meiner langjährigen Amtszeit wende ich mich heute direkt aus meinem Quarantäne-Homeoffice an Sie, und zwar mit einem ganz persönlichen Wort zum Sonntag. Nun werden Sie sich fragen, warum macht sie das wohl? Was hat sie denn jetzt wieder? Das kann ich Ihnen sagen. Zeit. Und mir ist langweilig. Gleichzeitig hoffe ich mich durch meinen Beitrag für einen Altersruhesitz in der vielversprechenden WG der Villa Varieté zu qualifizieren. Das wäre mein größter Wunsch. Außerdem glaube ich, dass ich den Grundvoraussetzungen für die Bewilligung meines Antrags, meinen Lebensabend in der Villa Varieté WG für Künstler und Artisten, durchaus entspreche. Ich bin auch Künstler, Kanzlerkünstler. Denn es ist eine große Kunst, Kanzler zu bleiben. Zumindest, wenn man es so macht, wie ich es tue. Aber Herr Scheffel, was fummeln Sie denn da unten bei mir rum? Das entspricht auf keinen Fall dem Sicherheitsabstand. Ups. Danke, Mutti. Mein Treffen mit Ihnen war mir eine unschätzbare Erfahrung gewesen. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf coole Musik. Ich gebe weiter an The Real Voice of Milli Vanilli, Girl You Know Is True. Charles Shaw. Here we go, yeah. Come on, come on. This one's for you, Kai. What up, what up? Check this out. I'm in love with you, girl, 'cause you're on my mind. You're the one I think about most every time. I went crack a smile in everything you do. Don't you understand, girl, this love is true. You're so sick, your hands don't sweet and thin. The kind of like a passion upon your skin. It lightens up my day, and that's also true. Together we are one, separated we are two. To make you all mine is my desire. 'Cause you contain a quality that I admire. To put it plain and simple, you rule my world. To try to understand, I'm in love, girl. I'm so in love, girl. I'm just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true. I love you. Yes, you know it's true. Oh, 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 I love you. Girl, you know it's true. My love is for you. Girl, you know it's true. My maybe a sweet, sweet voice, but ring in my ear. Stimulate my system, girl, when you are here. And with your positive emotion, love making a joy. That's a need to bust, just like a girl need a boy. These feelings I get, I often wonder why. So I thought I might discuss it, girl, just you and I. Now what you wear, I don't care how you bust it before. The reason that I like you is for what you are. If I say the thing about it, through my world, to try to understand. I'm in love, girl. I'm so in love, girl. Just in love, girl. And this is true. Girl, you know it's true.
love you. Here we go, y'all. Girl, you know it's true. My love is for you. Girl, you know it's true. My love is for you. I'm in love with you. I'm in love with you, girl. I'm in love with you, girl. You sound sick. You sound sick. You sound sick. You sound sick. One love. Ich bin mir sicher, dass draußen gerade im Internet das explodiert. Der Applaus, der da draußen, das will ich jetzt gerne mal hören, wie das jetzt hier drinnen klingt. Hammer. Mein Gott. So, aber Charles Shaw wäre nicht Charles Shaw, wenn er nicht auch noch ein zweites Standbein hätte. Das Ganze nennt sich, Moment. Thank God it's Friday, cruising with Charles Shaw. Normalerweise müsste ich den Satz kennen, ich bin selbst schon mitgefahren. Deswegen, coole Idee, aber schaut euch das selbst mal bitte an. When the night has come, the land is dark and the moon is the only light we see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Bin ich schon auf Sendung? Also Hammer, hammermäßig. Also ich bin ja selber schon mitgefahren, wie gesagt, und das war wirklich super. Charles, jetzt musst du uns ganz kurz was dazu sagen. Wie ist das mit deinem Auto? Ich habe das angefangen so vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren bin ich auf die Idee gekommen. Ich habe das in Amerika gesehen und habe gedacht, warum macht man hier nicht in Deutschland sowas? Ja, das war eine super Idee. Und dann bin ich zu Volvo, Frankfurt Zentrum, hingegangen, habe meine Idee vorgeschlagen, haben die gesagt, okay, wir machen mit. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Namen. Dann bin ich auf den Namen. Thank God it's Friday, cruising with Charles Shaw. Hammermäßig. Und jetzt müssten wir natürlich fragen, gerade in dieser Zeit, hast du irgendeine Idee, eine Lösung dafür, wie du das jetzt machen kannst? Oh ja. Ja? Achtung. Ich bin zur Kollegin gegangen und habe gesagt, pass auf, ihr weiß, wir dürfen nicht mehr raus. Ich kann die Cruise nicht mehr machen, wegen die Leute sitzen genau nebendran im Auto. Natürlich. Und dann habe ich gesagt, pass auf, all safe. Die Firma wird für dich die Plexiglas mittendrin in dein Auto machen. Das ist super. Du hast quasi eine Scheibe zwischen euch und dann kann der singen und spucken, wie er will. Hammer, hammer Idee. Ajo. Das musst du durchbringen, Ehrenwort. Also das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Wir sehen uns übrigens gleich nochmal zu unserem Finale-Song mit dir, der super in die Zeit passt, Stand By Me. Aber du weißt klar, Kai. Ja? Du bist der Erste, wo fährt mit. Ja, ich bin der Erste, wo... Wunderbar, bin dabei. Hab schon 3-mal mitgemacht. So. Mit dem Plexiglas. Ah, mit der Plexiglasscheibe. Ah, ja, ich weiß, ich habe so eine feuchte Aussprache. Jetzt interessiert mich allerdings wirklich brennend, wie es aussieht mit den Fragen. Da sind ja bestimmt auch Fragen gestellt worden. Ich habe mitgekriegt, es sind ja schon einige Zuschauer da fürs erste Mal. Tolle Sache. Heike, bist du da? Ja.
Kai, hier oben brennt die Hütte. Echt? Wir haben ja natürlich vorhin auch schon mal einige Leute angeschrieben und die hatten uns vorab auch schon Fragen gesendet. Ihr dürft natürlich auch jetzt noch Live-Fragen reingeben. Wir sind direkt dran. Und die erste Frage geht auch schon von Brigitte an Charles. Darf denn jeder mit dir cruisen mit deiner Sendung Thank God It's Friday? Yes, der darf. Wenn der singen kann oder ein Instrument spielen kann, dann darf der jederzeit mit mir in der Cruise-Mobil. Thank God it's Friday, der Volvo XC90 Cruising with Charles Shaw. Ja, dann denke ich mal, dass deine Mailbox jetzt platzt. Okay, die nächste Frage geht dann auch schon an Manuela. War eigentlich zu erwarten. Wie lange trainierst du jeden Tag? Kann jeder Kontorsion machen? Ich versuche jeden Tag 2 Stunden zu trainieren. Prinzipiell kann jeder Kontorsion machen. Man muss nur dranbleiben und jeden Tag trainieren und üben. Also, ne, ich... Okay, die nächste Frage, die geht an Kai. Ah, schön. Ja, wie geht eigentlich das Bauchreden und wer baut die Puppen? Ja, wie geht das Bauchreden? Also ich hoffe zunächst einmal, dass es gut geht, ne? Und, ja. Und die zweite Frage ist ganz schnell zu beantworten. Mutti Merkel zum Beispiel ist eine Figur von Ute Kraft aus Köln. Die hat damals Hurra Deutschland, jedem Begriff, diese Figur gebaut. Und im Moment gibt es im Bau befindlich Kai 2. Mich wird es irgendwann doppelt geben. Also ihr seht mich da nicht doppelt, sondern ich bin einfach so. Oh noch Mann, mehr Fragen? Kai, dann gibt es dich zweimal. Ja, genau. Hier gibt es noch eine Frage an mich. Was hast du an Erfahrungen mitgenommen, als du bei The Voice mitgemacht hast? Ja, natürlich, wie Fernsehen geht. Und dann haben wir gedacht, probieren wir das jetzt auch mal. Ja? Und meine Erfahrung von Voice ist natürlich die, dass Singen oder Musik machen einfach super, super toll ist. Und man findet viele Freunde. Ja, dann würde ich jetzt sagen, gebe ich doch noch mal weiter, ja? Ja, also wenn ich damit gemeint bin, dann möchte ich an dieser Stelle sagen, dass es mir wirklich ganz, ganz viel Spaß gemacht hat, zum allerersten Mal so einen Livestream mitzumachen und möchte mir wünschen, dass alle gesund werden, sich pflegen, sich die Hände waschen, damit wir dann irgendwann wieder mit Publikum was machen können. Das wäre echt schön, denn nur eine Sekunde in unserem Leben reicht aus, um die Welt aus den Angeln zu heben. Darum lass sie doch lieber vor Lachen erbeben. Was könnte hier besser passen als der wunderschöne Song Stand By Me von Charles Shaw? Ciao. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. If the star that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. Hier live aus dem Pegasus. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet einfach wieder rein, holt eure Freunde, eure Nachbarn, einfach alle. 18 Uhr sind wir wieder hier live. Has come. And the land is dark and the moon the only light we see. I won't cry, I won't cry, no, I
shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, darling. Stand by me. Stand by. Whatever you in trouble, you can stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, darling. Stand by me. Stand by me. Einfach. One more. Ihr kriegt mich nicht los. Charles Shaw!